Herzlich willkommen zurück zu Let's Play A Plague Tale, liebe Freunde. In der letzten Folge bin ich am Ende ein bisschen eskaliert. Es ist jetzt, ich bin immer noch in der Aufnahmesession, bin noch ein wenig gereizt, aber ich versuche jetzt nochmal ganz ruhig an die Sache ranzugehen. Ich versuche jetzt wirklich mal die Ratten ganz sehr zu verteilen. So. Jetzt fallen die ja immer wieder. So. Genau. Jetzt kann ich ihn angreifen. Hol mir hier die Sachen. So. Ganz kurzen Moment. Ich glaube, das ist alles ein bisschen zu laut. Ist natürlich jetzt blöd. Am Ende komme ich damit. Also die Musik machen wir auf jeden Fall mal runter. Und die Effekte machen wir runter. Und der Rest kann so bleiben. Dafür werdet ihr bezahlen. Kommt zu mir. Dad, das erste Blut. So. Ich bleib jetzt mal hier ganz außen stehen. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, nein. Ich bin... Alter. So sehe ich gerade aus und fühle mich gerade so. Hugo! Beruhige dich. Es ist vorbei.
Das war's, liebe Freunde. Asobo Studio. Es ist vollbracht, aber das Ende lässt jetzt gerade ein bisschen Fragen offen. Wird es einen zweiten Teil geben? Denn es ist ja jetzt hier nicht mit Happy Ending oder so, also so gar nicht. Ne? Der Hugo hat jetzt den Vitalis sterben sehen und hatte so das Gefühl, dass er vielleicht doch von dieser Macht besessen sein könnte schon. Aber das Spiel ist durch, liebe Freunde. Wir haben es geschafft. Es ist vorbei. Ich muss jetzt erstmal 20 Katzenvideos gucken und mir eine Tavor reinpfeifen, ey. Das ist ja wohl nicht mehr feierlich, aber es war ein wunderschönes Spiel. Es war ein wunderschönes Spiel, sowohl grafisch als auch storytechnisch. Das Ende war jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, es war ein bisschen abrupt. Und damit meine ich jetzt nicht seinen Tod, sondern dass wir ihn jetzt so stürzen können. Aber trotzdem krass, einfach krass. Freunde, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Das war's mit Let's Play A Plague Tale Innocence. Besonderen Dank, der besondere Dank geht natürlich an euch. Und ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Von Anfang an, es war einfach, oh, da kommt noch ein Kapitel. Mensch, ist ja noch gar nicht vorbei. Kapitel 17, Füreinander. 3 Tage später. Februar 1349. Haben wir alles? Ja, das ist alles, was Lukas haben wollte. Wird ihr Schweine! Mama damit besser gehen? Sie wird schon wieder, Hugo. Mama ist zäh, oder nicht? Genau wie du. Das stimmt. Ich kann es kaum erwarten, ein neues Chateau zu finden. So, so. Du gewöhnst dich ans königliche Leben, was? Mal sehen, was wir machen können. Aber zuerst müssen wir die Gegend verlassen. Ihr Schweine! Ihr Schweine! Asobo Studio! Ich hab grad eine Ansprache gehalten. Ich bin vorbei. Und dann ist es gar nicht vorbei. Oh, Alter. So, jetzt haben wir die Hälfte ungefähr durch vom Spiel wahrscheinlich erst. Ey. Das ist wie mit dem, du gehst irgendwo lang und auf einmal kommst du nicht mehr zurück. Haben die mich, die triggern mich aber irgendwie auch jedes Mal mit sowas hier. Also. Sag mal, konntest du nach Hause gehen? Ja. Das Nest ist immer noch da, aber es ist leer. Ich kann nicht glauben, dass die Ratten tatsächlich... Oh, Amicia, sieh nur. Willst du dein Glück mal versuchen? Ich nicht, aber meine Schwester ist die Beste. Stimmt's, Amicia? Ja, komm, gib mal her, Junge. Sehr schön. Die Regeln sind ganz einfach. 6 Steine, 6 mögliche Treffer. Triff so viele Ziele wie möglich. Bist du bereit? Bereit. Los geht's. Amicia! Hey, du hast den Bogen raus. Du hast einen Apfel gewonnen. Und unser aller Respekt. Glückwunsch, Amicia. Wenn ich mich nicht so ärgern würde, dann würde ich es wahrscheinlich schön finden. Fürs Anfeuern. Oh, danke. Ich hab echt Hunger. Natürlich. Hey, heute feiern wir den 3. Tag ohne Ratten. Die Straße runter ist ein kleiner Jahrmarkt. Seht euch doch mal um. Ein Jahrmarkt? Wirklich? Sowas habe ich noch nie gesehen. Hugo, Lukas wartet auf uns. Wir sollten nicht zu lange hier bleiben. Aber der Jahrmarkt. Hugo. Komm schon. Na gut, aber wir bleiben nicht lange. Ich will viel lieber auf den Neinmarkt. Ja, Freunde. Mal, der Kleine. Oh nein. Was? Was denn jetzt los, Alter? Du darfst nicht rein. Warum nicht? Weil es nicht geht. Darum. Hey, gibt's ein Problem? Ja, gibt es. Ein Junge und seine Schwester werden hier gesucht. Von wichtigen Leuten. Und das gefällt uns hier nicht. Verstanden? Ich verstehe sehr gut. Hugo, komm mit. Aber der Jahrmarkt.
Na los. Vor allem, ich verstehe das Ende jetzt auch gar nicht. So, ist das jetzt das Happy End, ja? Also ich meine, es ist ja schön und gut. Hey, Hugo. Was? Aber wer zuerst am Karren ist, gewinnt 20 Äpfel. 20 Äpfel? Du schlägst mich nicht, du kleine Schnecke. Was? Dir zeige ich's. Ach ja? Dann auf drei. Eins, zwei, drei. Hey! Ist das ist doch jetzt nur noch ein Lückenfüller. Ich bin direkt hinter dir. Du schlägst mich nicht. Schon gut. Du hast gewonnen. Ja, 20 Äpfel. Geschafft, Lukas. Hast du denn auch alles? Das Johanniskraut, den Weißdorn, das... Alles da. Gehen wir. Gut. Amicia? Ja? Warum sehen sie mich alle so an? Melly hat mich auch so angesehen und ist verschwunden. Weil sie mich nicht mehr mag. Hugo, sie hatte etwas zu erledigen. Das stimmt nicht, aber ist auch egal. Wird sie noch viel länger schlafen? Sie muss wieder zu Kräften kommen. Aber mit den Kräutern sollte sie bald wieder auf den Beinen sein. Sehr gut. Hugo. Ja? Findest du mich hübsch? Ha, du bist hässlich, richtig hässlich. Hässlich? Ich? Siehst wie eine fette Fliege aus. Eine Fliege? Deine eigene Schwester? Oh, dafür wirst du bestraft. Lukas! Hey! Hilfe! Die Fliege greift an! Lass dich auf, meine Mücke! Das war übrigens nicht in-game. Ich habe gerade gesungen. Freunde, ich traue mich gar nicht zu sagen, dass das Spiel jetzt vorbei ist. Aber es scheint so. Zum zweiten Mal. Ja, wie lang? Kommen jetzt nochmal Credits oder wie lang geht diese Kamerafahrt noch? So. Ein großer Knuddel an die neuen Babys des Asobo Studios. So, Freunde, jetzt, ich habe genug gesagt. Ich lasse jetzt noch die Credits durchlaufen. Wir sehen uns im nächsten Let's Play. Ich befürchte nämlich, dass die Musik sehr laut sein wird. Macht's gut, liebe Freunde. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play. Entweder bei Gothic oder bei The Sinking City. Oder bei GTA San Andreas. Macht's gut, liebe Freunde. Auf Wiedersehen.